Hallo, in diesem Video möchte ich dir den Wettkampf-Startblock vorstellen. Vor mir habe ich einen Startblock, der aus Aluminium gefertigt ist. Er ist extrem robust und durch seine kurzen Dornen auf der Rückseite ist er während dem Start rutschfest. Bei jedem Startblock haben wir zwei Startklötze, die wir individuell verstellen können. Noch dazu können wir die Startklötze in ihrer Höhe verstellen. Jetzt kommen wir zum richtigen Einstellen des Startblockes. Dazu musst du wissen, welches von deinen Beinen dein sogenanntes Sprungbein ist. Falls du das nicht weißt, lass dich einfach nach vorne fallen und welches Bein dich sozusagen abfängt, ist dein Sprungbein und ist im Startblock auch vorne. Hier haben wir eine Startlinie zu sehen und wir nehmen den Startblock und positionieren ihn ein wenig hinter der Startlinie. Nachdem wir das gemacht haben, drücken wir den Startblock mit den Füßen in den Boden rein, damit die Dornen in den Boden haften. Das vordere Bein bzw. den vorderen Startklotz soll 1/3 bis 2 Fußlängen von der Startlinie entfernt sein. Stellen wir mal das so ein, circa bei 2. Und bei der Höhe des Startklotzes wählen wir die unterste Stufe aus für das vordere Bein. Für das hintere Bein, in meinem Fall das rechte Bein, nehmen wir von der Startlinie 3 Fußlängen. So, und bei der Verstellung von der Höhe des Startklotzes nehmen wir eine Stufe höher als beim vorderen Bein. So, jetzt hast du deinen Startblock richtig eingestellt und bist top vorbereitet für einen perfekten Start.